Ja, und dann kommen wir zum Thema Bargeld und da bringt das natürlich eine schöne Meldung zum Ende hier rein. Die hat mir sehr gefallen, als ich die Tage bekommen habe. Barzahlen und satte Rabatte erhalten. Neuer Trend in Deutschland macht es möglich. Und was ist das? Meint, Sie kennen meine Einstellung zum Bargeld und Sie kennen meine Empfehlungen, wo immer möglich bei Bar zu bezahlen. Ne? Mein Standardspruch, Sie kennen den, die meisten kennen den schon. Ne? Wie wollen Sie bezahlen? Sie haben bar oder gar nicht. Sie entscheiden jetzt. Und ich fand diesen Satz, den ein Cashkurskunde neulich geschrieben hat, fand ich so schön. Ich glaube, aus dem werde ich mal irgendwas machen. Ich zahle bar. Ich bin so frei. Und jetzt gibt es immer mehr Gastronomen, die sagen, weil die Deutschen wollen das nicht. Ne? Hier kam der Auslöser für diesen, einige Zeitungen haben berichtet, war ein Bericht in der FAZ, wo es darum geht, dass jetzt ganz immer mehr Gastronomen die Möglichkeit bieten, wenn sie bar zahlen, ihnen Rabatt zu geben. Sie kriegen 2, 3, 4, 5% Ermäßigung, wenn sie statt mit Karte bar bezahlen. Das geht, also sie dürfen keine Zahlungsart diskriminieren, aber sie dürfen für besondere Zahlungsarten Vorteile gewähren. Also Sie können durchaus, wenn Sie Gastronom sind, sagen, Kartenzahlung, das ist der normale Preis, wie er in der Karte steht. Wenn Sie bar zahlen, kriegen Sie ein paar Prozent Rabatt oder einen Kaffee aufs Haus oder was auch immer, das dürfen Sie machen. Also ich kann nur jedem empfehlen, der eine Gastronomie hat, der ein Einzelhandelsgeschäft hat, der irgendwo mit Zahlungsarten zu tun hat und ein bisschen Verständnis dafür hat, wie gefährlich die Abschaffung des Bargeldes ist und wie wertvoll es ist, mit Bargeld zu bezahlen und das unterstützen möchte, machen Sie das, sind Sie dabei, beteiligen Sie sich an diesen Aktionen, das ist unglaublich kreativ, das ist besser als jeder Protest, als jede Demonstration, als jedes sich aufregen, ist es genau nicht das zu tun, was man von uns will, nämlich das Bargeld unattraktiv zu machen, sondern es zu unterstützen, wo immer möglich ist, Barzahlung zu fördern. Für etwas zu sein ist viel besser als gegen etwas zu sein. Also seien Sie nicht gegen die Kartenzahlung, seien Sie für die Bargeldzahlung und wo immer Sie die Möglichkeit haben, geben Sie Rabatte, unterstützen Sie die Menschen dabei, bar zu bezahlen. Und ja, natürlich, da steht dann gleich in der FAZ, ne, da wird dann ein Experte gleich zu Rate gezogen und der sagt, ein Bargeldrabatt ist ein sehr deutliches Zeichen, dass hier betrogen werden soll. Natürlich, ist klar. Ne? Jeder, der bar bezahlt, ist ein Betrüger und wer Bargeld annimmt, ist ein Betrüger, meine Damen und Herren, wo sind wir denn? Aber das entlarvt sich in seiner Lächerlichkeit natürlich von selbst und es ist selbstverständlich rechtmäßig und im Gegenteil, es machen ganz viele inzwischen, die auf diesen Trend aufspringen und ich glaube, besser können wir Protest gar nicht zeigen, besser können wir ihnen gar nicht zeigen, dass wir keine Lust haben auf diese Bargeldabschaffung und 70% der Deutschen lieben nach wie vor ihr Bargeld und das darf man durchaus unterstützen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, nehmen wir das als gutes Zeichen, dass wir durchaus das tun können, dass wir uns durchaus, wenn wir uns in der Masse organisieren und sagen, lass uns doch mal die Dinge anders machen. Wir müssen nicht jede Heizung rausschmeißen, wir müssen nicht jede Kreditkarte annehmen, sondern wir können das durchaus auch kreativer machen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, beteiligen Sie sich, wo Sie die Möglichkeit haben und zahlen Sie bar. In diesem Sinne erstmal heute einen wunderschönen Tag.